heute mal das Hygienekonzept in kleineren, so wie meinem, Laden zeigen, wie wir es uns auch schon lange vorgestellt haben. Und ich erwarte meinen ersten Kunden. Guten Abend. Lieber Harald. Guten Abend, Holger. Hallo. Bitte, genau, desinfizieren. Jeder Kunde muss sich hier eintragen. Ich werde ab Montag natürlich den Laden wieder öffnen. Wir dürfen ja jetzt, und darüber freuen wir uns natürlich auch sehr, und werde einen Kunden reinlassen, der sich vorher angemeldet hat. Ich habe natürlich dann eine Maske auf, die habe ich im Augenblick in der Hand, alleine wegen des Sprechens, damit er mich anständig versteht. So wie Holger gerade, den ihr noch mit Maske seht, habe ich dann auch eine auf, natürlich im Augenblick nur nicht. Also, wenn der Kunde sich desinfiziert, eingetragen hat, eine Kugelschreiber benutzt, der natürlich auch desinfiziert ist, den legt er nach rechts, in, da steht auch genau drauf, in den gebrauchten Behälter. Mhm. Dann darf er sich hier bewegen. Ich möchte noch sagen, dass natürlich im Vorfeld alle Flächen, die ihr hier seht, desinfiziert sind mit einem Flächendesinfizierungsmittel. Die Türgriffe an der Tür natürlich ebenso. Also das, wo der Kunde anfasst, wird nach jedem Kunden, wenn er auch wieder hinausgeht, wieder frisch desinfiziert. So viel Zeit lassen wir uns. Und ja, ich glaube, dann wird sich hier keiner anstecken. Und das wollen wir euch einfach mal zeigen. Holger ist da. Ich glaube, du möchtest erstmal jetzt deine Begrüßung machen. Sehr gerne, lieber Harald. Aber du als Hausherr hast das hier. Ich bleibe hier stehen, ja. Sehr gut gemacht und auch sehr gut erklärt. Und ich glaube, das ist auch ein sicheres Konzept, um in der kommenden Woche dann in ein Stück Normalität zurückzukehren, die wir uns die letzten Tage und Wochen doch alle sehnlichst wieder herbeigewünscht haben. Natürlich haben sich viele noch mehr Öffnung gewünscht. Ich selber gehöre auch dazu, denn mit einem schlüssigen Hygienekonzept, glaube ich, kann man das auch mit den neuen digitalen Bereichen, die wir nachher auch noch ansprechen. Wir haben heute in der Sendung nämlich noch Dirk Wöhler, der uns eine Corona-App vorstellen wird, die unser Leben wirklich in die Normalität, ich sage wirklich, zurückkatapultiert wird. Also es ist eine App, die tragfähig ist. Wir haben die gerade am letzten Dienstag dem niedersächsischen Wirtschaftsminister Bernd Altusmann vorgestellt. In einer ganz kleinen Runde. Aufgrund der Corona-Pandemie kann man da ja natürlich keine große Presseveranstaltung von machen, keine Pressekonferenz in dem Sinne. Der Minister war sehr, sehr begeistert von der App und hat die mitgenommen und hat auch gesagt, dass da sich was entwickelt. Aber da gehe ich gleich noch mit dem Dirk Wöhler etwas tiefer drauf ein. Ja, heute ist die 30. Sendung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Harald wollte hier eigentlich eine tolle Party schmeißen. 30. Sendung MFG, Menschen, Firmen und Geschichten. Wer hätte das gedacht? Letztes Jahr im ersten Lockdown, Harald? Ja. Also, von Anfang an dabei. Die ganze Truppe ist natürlich wieder vorhanden. Unter Abstand halten wir uns, im Hintergrund halten sie sich auf. Wir haben uns das anders vorgestellt. Nicht so dramatisch, wie es im Augenblick noch aussieht. Aber wir freuen uns trotzdem, dass wir noch da sind, dass wir öffnen dürfen. Und das wird nächste Woche passieren, wahrscheinlich in ganz Wolfenbüttel. Wir werden unter Voranmeldung einen Kunden reinlassen. Ich werde die Tür zuschließen, damit hier wirklich keine Bewegung entsteht. Und der Kunde kann in Ruhe wählen, kaufen oder angucken und aussuchen. Und danach machen wir wieder sauber und der Nächste kann kommen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir fragen euch jetzt mal ganz direkt die 30. Sendung, also 30 Mal MFG. Was hat euch in den letzten 30 Sendungen am besten gefallen? Schreibt uns einfach eure Nachricht, euer Feedback. Und vielleicht können wir sogar ja aus den 30 Sendungen mal einen kleinen, schnellen Clip schneiden mit den nettesten und lustigsten Geschichten in den letzten 30 Sendungen. Ich glaube, das wäre mal was, was ihr wahrscheinlich auch, wo ihr euch drüber freut. Aber schreibt es uns einfach, denn unser Team hinter der Kamera mit Dirk Flemming, mit Michael Heims, ist ja dahingehend sehr flexibel in den letzten Monaten wirklich in die Filmbranche aufgestiegen, wenn man sieht hier in der Region, was alles entstanden ist, auch im Bereich digitale Themen. Also da muss man wirklich sagen, Hut ab, Jungs. Das war spitze und ohne euren Einsatz wären ganz viele Betriebe wahrscheinlich auch nicht mehr am Netz. Das ist auch mein nächstes Thema.
Es heißt, dass einiges wahrscheinlich noch bis Ostern anhalten wird. Das ist nochmal ein Appell heute Abend auch an die Politik. Ich wünsche mir oder wir wünschen uns hier alle natürlich möglichst eine Systematik, die auch nachvollziehbar ist und die wir auch den Gastronomiebetrieben und auch den Händlern anbieten können, weil wir müssen da was tun. Sonst sind viele, glaube ich, nach Ostern nicht mehr da. Und das ist heute Abend auch unser Appell. Wir wollen heute hier keine Feier machen. Es wird heute auch keine Musik geben. Es wird kein Gewinnspiel geben. Wir wollen ganz sachlich darauf hinweisen, dass die Branche, dass der Handel noch da ist und wir alle gemeinsam viel dafür tun müssen, dass es so bleibt. Und da kommen jetzt die nächsten Tage und Wochen ganz gravierend vor Ostern darauf an. Da brauchen wir Ihre, da brauchen wir eure Unterstützung, denn ihr könnt ab Montag Termine machen im Handel. Ihr könnt dann wirklich gezielt shoppen. Ihr könnt euch Zeit lassen und bitte nutzt diese Chancen, die jetzt dann möglich sind gesetzlich. Gebt den Händlern ein Stück Normalität zurück, die sie wirklich brauchen. Und das ist ein kleines Stück Hoffnung, wo wir darauf aufbauen können. Ja. Wer also morgen noch was braucht, kann auch morgen kaufen. Morgen steht bei mir vor der Tür ein Tisch. Und ich kann draußen an der Tür natürlich verkaufen, bedienen. Ich zeige da auch alles. Ich mache Auswahl fertig. Und wer braucht, kann auch morgen schon. Aber ab Montag darf einer in den Laden. Und dazu ist natürlich ganz wichtig, dass die Gastronomie auch wieder öffnen darf. Denn der Kunde, der in die Stadt geht, erwartet natürlich auch einen Kaffee trinken, erwartet auch ein Mittagessen. Da fiebern ganz, ganz viele danach. Und über die Veranstaltung Technik reden wir ja gleich noch. Die gehören natürlich alle auch dazu. Und wir haben ja den Dirk Flimk im Hintergrund, der diese Sendung von Anfang an begleitet. Und ja, die haben es schwer. Die sind ja nun schon ein Jahr im Ruhestand. Harald, ja. Da kann ich gar nichts mehr zu sagen. Da kriege ich dann immer Gänsehaut. Dirk Wüller sagt immer, uns wurde der Stecker gezogen. Und so ist es tatsächlich auch. Das kann man so sagen. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Freunde, wenn ihr uns jetzt im April oder Mai oder Juni zu euch einladen möchtet, dann könnt ihr uns auch wieder eine E-Mail schreiben. Und wir sammeln heute natürlich auch wieder für den Solidarfonds der Stadt, des Landkreises und der Unternehmerfamilie Mast. Der wurde ja im letzten Jahr angedockt. Hier sind auch noch Gelder verfügbar und der hat, glaube ich, auch vielen, vielen Existenzen hier geholfen. Und wenn ihr uns einladen wollt oder ihr sagt, Mensch, jetzt wenn der Frühling kommt, wir machen mal eine Sendung hier bei uns in der Außenfläche, in der Außengastronomie vielleicht auch. Wir möchten die nächste Sendung schon ein bisschen in die Gastronomie rein, weil wir sagen, wir müssen den Gastronomen alle Möglichkeiten geben, die es gibt, damit da auch die Normalität dann wieder einhalten kann. Ja, einfach an anmeldung@mit-wf.de. Ich möchte mich auch bei unseren, kann man schon fast sagen, langjährigen Partnern, die sind ja jetzt fast ein Jahr dabei, bei der Kurt-Mast-Jägermeister-Stiftung und der Firma Dermaroller danken, die dieses Format von der ersten Stunde an unterstützt haben, die von der ersten Stunde an uns hier geglaubt haben und die auch von der ersten Stunde an uns mit uns gemeinsam hier diese Geschichte geschrieben haben. Das hätten wir sonst in der Form nicht so leisten können. Ja. Und dafür erstmal nochmal einen recht schönen Dank für 30 wirklich tolle und ganz unterschiedliche Sendungen. Also vielen Dank. Ja, ich habe jetzt hier noch stehen, aber da sind wir, glaube ich, schon darauf zugekommen, Hygienekonzept. Du hast es schon erklärt, Harald. Ja, also das wird, glaube ich, in jedem Geschäft hier in Wolfenbüttel so ähnlich aussehen. Und ich denke, da kommen wir auch wunderbar mit zurecht. Da wird sich auch keiner anstecken. Und wenn dann auch noch dieses App ins Leben gerufen wird, was der Dirk Wüller gleich vorstellen wird, ich habe es ja auch schon gesehen, das ist wirklich eine tolle Ergänzung und ein Schutz, da muss ich wirklich Danke sagen, dann kommt wieder eine Normalität, eine Normalität zurück ins Leben und in aller Leben. Und dann kann da auch wieder in die Gastronomie gegangen werden und dann können auch wieder die Geschäfte wieder richtig besucht werden. Wenn das kommt, dann darf ich auch nur Danke sagen. Das war nochmal ein schönes Wort hier von unserem heutigen Gastgeber, von Harald Borm, Einzelhändler der ersten Stunde hier in Wolfenbüttel, ganz lange engagiert im IWW. Wir haben nachher auch noch IWW-Partner hier vor Ort. Auch die IWW gehört hier zu den ersten Partnern dieses Formates, die MIT. Also da muss man wirklich sagen, gemeinsam haben wir dieses Format entwickelt und gemeinsam
haben wir auch 30 tolle Sendungen hinbekommen. Ja, jetzt würde ich Harald bitten, den lieben Dirk mal zu holen. Genau. Denn der liebe Dirk hat jetzt wirklich was... Nein, der kommt einfach dazu. Was ganz Neues oder was ganz Frisches mitgebracht für uns. Genau. Und da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, lieber Dirk, was du uns mitgebracht hast. Die meisten kennen dich ja auch aus unserem Format. Du bist ja auch der Präsident der Discjockeys in Deutschland. Du hast die Alarmstufe Rot ins Leben gerufen. Ja, war da zumindest mit Initiator. Genau. Du hast jetzt gerade eine ganz große Demonstration in Braunschweig ins Leben gerufen, an dem Karnevalssonntag, wo ja eigentlich der Showduel stattgefunden hat, bei, muss man ja sagen, Traumwetter, Schnee ohne Ende und Sonne. Ja. Und ihr seid mit euren eigenen Gesichtern, weil man euch ja wegen der Maske nicht erkannt hat, dann in der Stadt unterwegs gewesen. Vielleicht fangen wir darüber mal an. Waren viele Wolfenbüttler dabei. Der Kulturzug war das. Karneval findet nicht statt. Menschenansammlungen sind gefährlich. Und unsere Branche wurde natürlich zum Schutz der Bevölkerung vom Netz genommen, wie jetzt auch natürlich die Einzelhändler. Und tja, da habe ich gedacht, was kann symbolträchtiger sein, als am Karnevalsumzug in Braunschweig genau die Strecke zu nehmen, in etwas kürzerer Form und dann vor dem Braunschweiger Schloss eine Kundgebung zu machen. Unser stellvertretender Ministerpräsident Dr. Bernd Althusmann war da. Die Bürgermeister aus Gifhorn, die Oberbürgermeister aus Braunschweig und Wolfsburg waren da. Herr Pink hat sich entschuldigen lassen. Das war auch völlig in Ordnung. Aber ganz wichtig, die Kulturgesichter, das sind Fotos, die seht ihr, Schwarz-Weiß-Bilder. Und da steht dann so ein Banner drauf, ohne uns ist still. Da haben wir mittlerweile 600 Menschen hier aus der Region fotografiert. Die Kulturgesichter 053. Denn wir haben 63 Ortschaften und Städte, die mit der Vorwahl 053 anfangen. Wolfenbüttel gehört natürlich dazu. Und auch das Stadtmarketing Wolfenbüttel, da muss ich einen ganz lieben Dank sagen, so wie das Stadtmarketing Braunschweig und auch Wolfsburg, geben uns Budget, denn es finden keine Kulturveranstaltungen statt. Und es gibt viele Plakatwände, ja, die verwaist aussehen. Und in nächster Zeit wird man ganz viele Kulturgesichter sehen, die zum Schutz der Bevölkerung praktisch ein faktisches Arbeitsverbot haben. Und das ist wirklich ganz, ganz dramatisch für uns, weil wir seit 365 Tagen im Lockdown sind. Ich mit meinem Unternehmen habe im Vergleich zu 2019 88,6% Umsatzrückgänge. Und tja, im Endeffekt, die Kosten laufen zu 100% weiter. Und das ist wirklich dramatisch. Aber viel dramatischer finde ich eigentlich, dass wir keine Perspektive haben. Und da ich die Alarmstufe Rot-Demos in Berlin angemeldet habe, auch den Kulturzug, und am 9. Dezember sogar ein Original Tyrannosaurus Rex Skelett vors Brandenburger Tor gestellt habe unter alarmstufedunkelrot.de, da kann man da die Bilder sehen, bin ich aber doch jemand, der kreativ ist, der, glaube ich, ein ganz gutes Netzwerk hat und der sich mit vielen Menschen unterhält und spricht. Denn gemeinsam sind wir alle stark und gemeinsam können wir Perspektive schaffen. Und auf der einen Seite ist es natürlich gut, zu demonstrieren und mit der Politik in Dialog zu gehen. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch gut, Lösungen zu präsentieren. Und diese Lösung heißt im Endeffekt Corona-Test-App. Wenn man im Netz ist, www.coronatestapp.de, da wollen wir natürlich uns allen im Endeffekt, nicht nur die arbeiten und ihren Lebensunterhalt und ihre Familien mit ihrem Job erlernen, die auch die hinter der Kamera sind und die hinten am Tonpult sind, das sind alles Menschen, die in dieser Branche arbeiten, denen wollen wir natürlich wieder in Lohn und Brot bringen, denn wir möchten natürlich auch nicht am Tropf der Nation hängen. Aber wir wollen natürlich auch den Einzelhändlern, den Menschen, die gern essen gehen, die einfach gerne auf Veranstaltungen gehen, denn die Formel einer guten Veranstaltung ist, möglichst viele Menschen auf möglichst engem Raum, möglichst enthemmt zusammenzubringen. Und das fehlt uns ja allen. Wir wollen ja nicht den Abstand haben. Ich würde ja Harald gerne die Hand geben und ihn auch mal in den Arm nehmen. Und auch in einer Bar würde ich gerne einer Frau etwas ins Ohr säuseln, was der Mann, der daneben sitzt, nicht hört. Und das fehlt uns allen. Das fehlt uns allen im Endeffekt. Und darum haben wir uns. Wollen wir alle und das fehlt uns allen. Und darum ist es halt so, dass man natürlich das Szenarium jetzt in 2021 einfach mal durchdenken muss. Impfen wird so einigermaßen funktionieren, aber denken wir mal ein bisschen weiter. Wenn ich irgendwo zu einer Veranstaltung möchte, dann muss ich wahrscheinlich meinen Impfausweis vorzeigen. Da ist übrigens von der Bundesregierung prognostiziert, der wird im Sommer 2022 kommen. Das kann unsere Corona-Test-App jetzt schon darstellen. Und das nächste ist natürlich, wenn ich nicht geimpft bin und nicht nachweisen kann, dass ich geimpft bin, dann werde ich wahrscheinlich zum Schnelltest müssen. Wenn ich jetzt aber, nächste Woche soll es dann bei Aldi und überall soll es Schnelltests geben, aber diese Schnelltests sind, glaube ich, nur gut, wenn ich meine eigene Familie schützen will. Dann werde ich diesen Test genau machen, weil ich meiner Oma, meinen Eltern, meinen Geschwistern, weil ich für mich sicher sein will, dass ich im Endeffekt kein Covid-19 habe. Wenn ich aber in einen öffentlichen Raum gehe, in ein Geschäft gehe und meinen Zettel irgendwo rausziehe und sage, ich habe selber einen Test gemacht, das glaubt mir niemand. Und dafür gibt es Arztpraxen, dafür gibt es Apotheken und es gibt Schnelltestcenter und diese ganzen Szenarien muss man nutzen. Und um nachzuvollziehen,
hinzuweisen, dass ich getestet wurde, haben wir diese App entwickelt. Da gibt es Andreas Richter und die Spieß Netzwerk GmbH aus Halberstadt, die dahinter stehen. Und ich bin Gesellschafter dort. Und bei diesem Entwicklungsteam, da sind viele Menschen, die sich tolle Gedanken gemacht haben, die kreativ sind und einfach mal wirklich geschaut haben, wie bekommen wir das Leben zurück, was wir vorher hatten, und wie bekommen wir das so zurück mit der Technologie, die wir heute haben. Die Corona-Test-App.de ist im Endeffekt ein geschlossener Kreislauf aus drei verschiedenen Apps. Ich bin angenommen das Testcenter. Ich habe eine App auf meinem Handy, die das Testcenter im Endeffekt ist. Holger Bormann ist derjenige, wird mir gleich sein Handy geben, dann komme ich mal ein bisschen näher an die Kamera, damit man das auch sieht. Er ist derjenige, der praktisch ja irgendwo rein möchte und im Endeffekt ja, einen QR-Code. Harald, ich möchte Harald einen Anzug kaufen. Du möchtest einkaufen gehen. Und genau. Harald hat die App auf seinem Handy, wo er hier den Einlass im Endeffekt darstellen kann. Mhm. Wir müssen uns das so vorstellen, ich lade die Corona-Test-App runter aus dem Apple Store oder Google Play Store. Und Holger ist dann derjenige, der muss am Anfang natürlich seine Daten eingeben. Er muss im Endeffekt, das ist alles datenschutzkonform, steht alles auf der Webseite. Ich hab hier alles eingegeben, aber er muss im Endeffekt alles einrichten, er muss sein Geburtsdatum eingeben. Deswegen weiß ich auch, dass du bald Geburtstag hast, mein lieber Holger. Und das muss er alles eingeben. Und ist dann im Endeffekt, ich gebe mir mal dein Handy bitte. Bitte. Vielen Dank, man kann es noch entsperren, das wäre total nett. Vielen Dank. So, jetzt habe ich Holgers Handy und jetzt gebe ich mal hier auf die, kann man das sehen? Bleibe ich hier stehen? Das kann man sehen. Jetzt drücke ich hier vorne auf die Corona-Test-App und dann siehe da, da steht Holger Bormann und da ist ein QR-Code drin. So, jetzt nehmen wir mal diesen QR-Code. Jetzt brauche ich Harald, jetzt brauche ich mal dein Handy. Das ist auch entsperrt. Ja. Das ist Haralds Handy und ich mache auch noch mal zu. Dann sieht man hier unten, da ist die Einlass-App. Hier, da drücke ich mit meinem dicken Daumen drauf. Und dann sieht man hier eine Kamera. Da sehen wir im Hintergrund Harald. Und wenn ich jetzt, muss ich mal die Hände wechseln. Warte mal ganz kurz. So, besser. So, ich habe hier den Holger Bormann, der im Endeffekt sich eingerichtet hat und einen QR-Code generiert hat. Und ich habe hier den Einlass von Harald Borm bei Erdbring und Fehmeier und halte das jetzt im Endeffekt hier drüber und scanne diesen QR-Code und sehe dann da, ein bisschen scharf ziehen mit der Kamera, genau, Holger Bormann, kein Testergebnis erkannt. Bitte informieren Sie die Person der nächsten Teststation, sich testen zu lassen. Das heißt, Holger Bormann hat laut diesem System noch keinen Schnelltest gemacht und damit ja, würde Harald ihn sehr wahrscheinlich nicht reinlassen. Und das ist natürlich ein Problem. Ja. So, jetzt machen wir Folgendes, jetzt gebe ich Harald dir dein Handy wieder und Holger nimmt jetzt nämlich sein Handy und ich bin jetzt das Schnelltestcenter. Und das Schnelltestcenter, muss ich meine App schnell suchen. So, das upsala, ein zu weit. So, das Corona-Schnelltestcenter ist im Endeffekt so, muss ich mich einloggen, das ist natürlich auch richtig, mit meiner E-Mail-Adresse, weil das soll natürlich auch sicher sein, denn da am Anfang könnten ja Fehler passieren. Und deswegen ist das natürlich alles ein sicheres System, damit auch wirklich keine Fehler passieren und wirklich auch im Endeffekt. So, wo Passwort? Alles genau aufeinander abgestimmt. Gottes Willen. So, jetzt habe ich hier, kann man das sehen? Zoom mal ein bisschen ran. Ich bleib mal stehen. So, oben steht QR-Code-Scanner, Testperson erfassen. Holger mit seiner App ist derjenige, der sich jetzt testen lassen möchte. Hier ist der QR-Code von Holger. Und ich sage jetzt in meiner App, Testperson erfassen. Und auch hier habe ich meine Kamera und zeige auf diesen QR-Code von Holger. Und siehe da, man kann es jetzt sehen, bisschen ranzoomen mit dem Licht, genau, da steht Holger Bormann mit dem Geburtsdatum und so weiter und so weiter. So, Holger Bormann ist jetzt bei mir im Testcenter und ich gebe jetzt hier unten manuell ein, dass heute nehmen wir den Dingsmann, nehmen wir mal EV für Erdbring und Fehmeier, drücke auf Eingabe und sage Speichern und weiter. So, Holger Bormann war heute bei mir zum Testen und ich gebe jetzt hier ein, er ist, das Testergebnis haben wir natürlich gemacht, den Nasenabstrich, und ich gebe ein, er ist negativ. Jetzt sage ich Speichern und Übermitteln. Testergebnis wird übermittelt und fortfahren, jawohl. Jetzt spielt meine App als Testcenter dieses Ergebnis im Endeffekt rein. Holger muss jetzt seine App einmal zumachen, damit die sich die Daten im Endeffekt neu lädt. Und jetzt kommt Holger Bormann hier zu Erdbring und Fehmeier, sagt, Harald, gib mir mal dein Handy, ich will mal einchecken. Wir machen die Corona-App auf. Und das ist jetzt in Englisch geschrieben, kann man das sehen? Get tested steht da, also ist getestet, show my QR-Code. Und da ist wieder der QR-Code von
Holger Bormann. So, jetzt kommt er mit diesem Handy, mit seinem Handy, wo er sich getestet hat, und kommt zu Harald. Und Harald nimmt wieder sein Handy, das Einlass-Handy, und scannt diesen QR-Code. Und, Moment. So, warte mal, das ist natürlich live. Das ist getestet, ja immer live bei uns. Achso, ne? Die müssen die App einmal zumachen. Das ist völlig klar. Immer, natürlich, das ist immer ja immer live. So, Corona-Einlasspunkt. Kurz scannen. So, und da sehen wir dann, dass Holger Bormann nicht getestet ist. Oh. Haha. So. Holger Bormann ist nicht getestet. Ja, es ist live, aber im Endeffekt wäre es jetzt so, dass hier ein grüner Pfeil erscheinen würde und er dann im Endeffekt reingehen. Ich muss da gleich noch mal schauen, was ich hier in Hektik... In der Hektik kann ich ja, mit den Handys auch hier im Endeffekt nicht richtig gemacht. Wir haben das ja schon 2-3 Mal ausprobiert auch, genau. Und es funktioniert. Das kann ich also wirklich bestätigen. Wir haben da mal so ein kleines Beispiel bei uns im Autohaus gemacht und das hat ideal geklappt. So, wir nehmen jetzt mal mein Handy. Da nehmen wir mal mein Handy, weil bei mir habe ich mich getestet und da sieht man, dass ich meinen Befund 44 Stunden noch läuft. Also im Endeffekt ist hier jetzt eingegeben 48 Stunden. Die Bundesregierung sagt 24 Stunden und ich sage jetzt mal mit meinem QR-Code meinen QR-Code zeigen und jetzt nehme ich wieder Harald sein Handy und sage, ich lasse meinen scannen. Und siehe da, Wühler Dirk, kann man das erkennen? Genau, der ist grün und kann reingehen. Ja. So, das ist also mein System. Ich habe mich halt vorhin scannen lassen. Kann sein, dass ich da eben bei Holger, ist auch ein fremdes Handy, wie man da rumfummelt. Aber man sieht im Endeffekt, hier ist der grüne Pfeil. Und das Wichtigste, darunter läuft eine Zeit ab. Das sind 43 Stunden, die noch sind. Und wenn die Bundesregierung sagt, halt 24 Stunden, dann läuft diese Zeit halt von 24 runter. Das heißt, Harald Bohm weiß jetzt, okay, 43 Stunden lang ist dieser Test valide. Ist Holger Bormann nicht infektiös und kann irgendwo reingehen. Und diese Einlasssituation kann man im Restaurant machen, kann man überall machen. Und das ist halt ein geschlossenes System, was im Endeffekt nicht nur die Nachverfolgung macht, denn viele Apps sind halt so, da scannt man sich ein und sagt, man ist hier, aber man weiß ja nicht, ist der positiv oder negativ. Mhm. Und hier ist es ganz klar, er kann nur einen grünen Pfeil bekommen, so wie bei mir, dass ich getestet bin und auch dann Einlass begehre und auch nicht infektiös bin. Und ich glaube, wenn wir sowas haben, dann sind wir wirklich bundesweit auf einem Level. Und wenn Wolfenbüttel, die unsere Region hier, da zu einem Testpiloten wird, ich glaube, dann sind wir ganz weit vorne, weil viele, viele Menschen sitzen jetzt zu Hause, schauen unseren Stream zu, würden aber vielleicht doch gerne in einem Restaurant sein und würden vielleicht gerne was trinken gehen. Und das möchten wir wieder ermöglichen. Und deswegen alle Infos auf coronatestapp.de. Und das ist der Schritt zur Normalität. Ja, lieber Dirk, vielen Dank. Ich glaube, du hast es plausibel erklärt. Sollte es zu Fragen kommen, Informationen einfach per Mail an uns oder auch im Facebook-Chat ist ja kein Thema. Wir sind ja hier sehr gut vernetzt. Wir arbeiten jetzt auch auf allen Kanälen. Ich habe das gestern Abend gerade Teilen der Wolfenbüttler Politik vorgestellt. Wir waren gemeinsam in der Sitzung. Es waren alle sehr begeistert. Du hast kommende Woche auch einen Termin hier bei unserem Hauptverwaltungsbeamten. Bernd Altusmann hat das Thema mit nach Hannover genommen. Die Staatskanzlei ist da dran. Also wir haben jetzt gesagt, wir werden auf allen Ebenen diesen Ball treten, weil wir, glaube ich, auch einfach mal machen müssen. Das hätte, könnte und müsste, können wir nicht mehr hören. Wir müssen jetzt tätig werden. Ja. Als Unternehmer kommt von Unternehmen. Und das ist, glaube ich, die Sache, die jetzt wichtig ist. Ich glaube, wir sind auch da als Unternehmer gerade in der Pflicht, auch Mut zu zeigen. Mut zu zeigen, dass man im Endeffekt mit diesem Virus in Zukunft leben muss, aber dass es durchaus Wege gibt in die Normalität zurück. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, wenn man nicht geimpft ist, dann wird man mit einem Schnelltest weiterkommen. Und das ist heute schon viele Situationen, wo man mit Schnelltest wirklich dann auch auf die Regeln, auf die Hygiene, natürlich wäscht man sich die Hände, aber auf die Maske verzichten kann. Und da müssen wir hin. Und die coronatestapp.de ist ein Weg auf jeden Fall in die Normalität. Und von daher freue ich mich auf das Gespräch nächste Woche hier in Wolfenbüttel und sage vielen, vielen Dank an euch, dass wir das demonstrieren konnten. Und wie gesagt, wenn ihr Infos braucht, coronatestapp.de. Ja, lieber Dirk, schönen Dank. Lieber Harald, auch. Schönen Dank, muss ich auch sagen. Ich habe mir das natürlich schon mal angesehen, weil wir das schon im Vorfeld per Mail gekriegt hatten. Und ich finde dieses App oder dieses System überhaupt so gut, weil das bringt tatsächlich eine Normalität ins Leben wieder. Dass man vernünftig einkaufen gehen kann, dass wir vor allen Dingen sicher sein können, da ist keiner infiziert.
und die Gastronomie kann öffnen. Ist eine tolle Geschichte. Und ich glaube, da ist jeder ist schon so weit, mit dem Handy umgehen zu können. Und das ist so eine einfache Geschichte mit diesen Apps. Ja, wir sind aber da vielleicht noch das kurz ergänzen, wenn vielleicht auch Zuschauer da sind, die vielleicht kein Smartphone haben. Also auch da haben wir dran gedacht. Es gibt laut GfK-Studie 10,3 Millionen Menschen in Deutschland, die kein Smartphone haben. Auch da kann man im Testcenter natürlich den Negativbericht ausdrucken lassen und dann ganz normal mit einem Zettel kommen. Und auch da ist die Zeit gespeichert und auch du siehst dann im Endeffekt, wie viel Zeit verbleibend ist. Also auch daran ist gedacht, dass natürlich alle Menschen, die gerne shoppen gehen und vielleicht kein Smartphone haben und dann natürlich hier die Hemden und die Hosen sehen und bei Erdbrick und Fehmeier ein bisschen rumstöbern wollen und einfach den Stoff riechen. Kennen Sie das Gefühl? Da freuen wir uns drauf, wenn es Montag wieder losgeht. Und von daher haben wir natürlich auch an diesen Menschen gedacht. Da freuen wir uns auch. Ich glaube, die App ist ein großer Mosaikstein in unserem ganzen Bild, was hier gerade gemacht wird. In Braunschweig gibt es den Braunschweiger Weg, Dirk. Wir haben Florian Bernschneider, der ganz vorne dafür kämpft, auch Dinge zu ermöglichen. Ulrich Marquardt ist dabei. Thomas Pink hat sofort Solidarität gezeigt, hat gesagt, wir Wolfenbüttler wollen das auch. Wir sehen das in der Region. Und wenn man jetzt diesen Baustein App noch mit dazu packt, bin ich wirklich sehr, sehr zuversichtlich. Trotz der Nachrichten am Mittwoch, wir hätten uns, wie gesagt, alle viel mehr gewünscht. Ich kann mich an den Kongress noch erinnern, wo die Einzelhändler eigentlich sehr positiv gestimmt waren, auch wo mit Peter Altmaier gesprochen wurde, eine Woche vorher. Und dann ist im Endeffekt nicht viel passiert. Ich möchte euch beiden erstmal schönen Dank sagen. Harald, dir als Gastgeber hier. Gerne. Ich weiß gar nicht jetzt, das wievielte Mal wir hier in deinem schönen Laden sind, aber zwei, dreimal waren wir glaube ich schon hier und wir kommen bestimmt nochmal vorbei. Lieber Dirk, auch dir schönen Dank für die Zeit, für dieses innovative Ding, sage ich mal, was du heute hier mitgebracht hast. Also ich bin ein kleiner Musikstand von vielen, die Entwickler, die dahinter sitzen. Ich habe viel Innovation mit reingebracht, aber der Andreas Richter und das Team, was dahinter sitzt, Niklas und wie sie alle heißen, das ist wirklich innovativ. Das sind junge Menschen und die halt im Endeffekt auch mit der Technik, mit den Apps umgehen können und natürlich auch immer wieder ein bisschen nachbessern, dass man wirklich nachjustiert, weil am Ende ist es für uns natürlich wichtig, dass wir wieder in Arbeit kommen zum einen und dass wir natürlich allen, die zuschauen zu Hause, natürlich wieder so ein bisschen Leben zurückgeben. Und wenn wir das Sicherheit geben. Genau. Ja, also dieses App ist wirklich zu Ende gedacht, das muss ich wirklich sagen. Dann würde ich euch jetzt hier allein lassen, ich gehe dann mal rüber zu Doreen, zu IBW jetzt auch. Ich glaube, hier könnte man das stehen lassen, mit Sicherheit in die Zukunft. Ja. Ja? Meine Herren, schönen Dank, euch ein schönes Wochenende, bleibt bitte gesund und munter. Ja. Alles klar. Danke. Tschüss. So, hier hinten, das kommt mir doch bekannt vor. Hallo, hallo, hallo. Hallöchen, hallöchen. Jetzt gucken wir mal. Da ist die Kamera, da ist die Kamera. Ihr seid schon zu sehen. Wir sind schon zu sehen, das ist ja schön. Doreen Mildner, ich grüße dich erstmal recht herzlich. Du bist gesund, du bist munter, du siehst gut aus. Alles top. Danke, weiter so. Ja, weiter so. Der Frühling ist da. Genau. Du hast ja, sag ich mal, auch mit Blumen viel zu tun. Ist das jetzt so ein bisschen die Hauptsaison, die dann irgendwann losgeht bei euch? Also wir haben ja den Vorteil, dass wir wenn ich jetzt von mir privat halt rede, vom Blütenzauber, dass wir seit dem 13. halt aufmachen dürfen, ganz offiziell. Ich lasse bei mir im Moment 2 Kunden rein. Es ist so, dass sie halt vorne draußen sozusagen sich desinfizieren müssen, trotzdem an der Tür warten, weil ich einfach, man sieht es manchmal nicht von draußen, wie viele Leute sind drin. Wir bitten die Leute halt rein. Sie können Einbahnstraße rechts rein, können sich umgucken, können schauen, können sich umgucken, was sie möchten, können einfach mal wieder ein bisschen bummeln, schnuppern, alles drum und dran. Und natürlich, das Wetter spielt mit, der Frühling kommt, der Frühling ist mittendrin. Wir hatten richtig schöne viele Tage schon und man merkt auch, dass die Leute Interesse haben. Die sind vorsichtig, definitiv, das ist auch gut so. Wir müssen alle noch ein bisschen vorsichtig sein, aber sie kommen, sie sind dabei und es macht Spaß halt. Ne? Mhm. Es macht Spaß und klar merkt man, dass die Innenstadt noch nicht so gefüllt ist. Wobei wir auch sagen müssen, wir müssen auch aufpassen, wenn sie wieder zu voll wird, haben wir auch wieder ein Problem. Also daher ist, ich finde, wir gehen einfach mit positiven Schritten im Moment voran. Mhm. Und kleine Schritte? Kleine, aber positive. Und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch positiv denken im Moment. Ne? Mhm. Ich finde, es ist jetzt langsam mal raus, dass wir immer nur negativ. Und ich finde, mit der Variante, dass wir ab Montag jegliche andere Geschäfte halt auch aufmachen können mit Terminvergabe, ist absolut positiv. Es ist ein kleiner Schritt, aber es ist ein Schritt. Und ich finde und hoffe und dass es jeder auch wahrnimmt und wir werden sehen, was daraus kommt. Ne? Und am Ende sind wir ja alle selber verantwortlich. Mhm. Wenn wir auf uns aufpassen, dann geht es voran. Halten wir uns nicht an die Regeln, haben wir ein Problem.
Also in der Hinsicht, jeder immer an seine eigene Nase fassen und dann geht's voran. Mhm. Und ganz wichtig, wirklich im Moment, ich kann es nicht mehr hören, dieses negative Denken. Wir müssen einfach positiv denken. Zuversichtlich nach vorne. Genau. Du hast ja auch gastronomischen Teil. Da ist ja natürlich im Moment noch nicht so, wie läuft das bei dir? Also habe ich gar nicht, um genau zu sein. Ich habe ein bisschen To-Go. Wenn einer nachfragt, gibt es einen Kaffee. Aber ansonsten habe ich in der Hinsicht halt gar nichts. Es ist ein Cut. Mhm. Es ist so, ich kann da mich gerne hinsetzen und heulen, bringt mich aber halt nicht weiter. Ich habe diesen positiven Effekt, dass ich nur mal zwei Varianten habe, dass ich meine Floristik halt dabei habe. Zwei Standbeine jetzt. Genau. Ja. Und natürlich würde ich gerne. Und es kommen täglich mehrere Kunden und sagen, oh, ich würde so gerne wieder frühstücken bei dir. Ja, ich würde auch gerne dir wieder ein Frühstück machen. Gar keine Frage. Ich würde auch gerne vorbeikommen. Ne? Ja. Aber es ist jetzt halt einfach mal so, wir müssen jetzt halt abwarten. Und auch das wird es mit Sicherheit irgendwann wieder geben. Mhm. Und wenn es mit der App in der Hinsicht halt funktioniert, dass wir da eine Basis finden mit den Testungen, die halt in der Stadt dann vielleicht stattfinden. Das wäre jetzt meine Frage. Du hast ja eben die App auch gesehen. Hattest du da vorher schon was von gehört? Und von der App habe ich jetzt noch nichts gehört. Ich habe die Luca-App im Auge und im Kopf und habe mich mit der ein bisschen halt befasst. Welche App wir am Ende halt nehmen, ist mir eigentlich völlig egal. Hauptsache, wir haben halt eine. Hauptsache, es wird dieses positive Denken. Schwierig wird es für die ältere Generation. Ich finde, nicht jeder hat ein Handy oder ein Smartphone halt. Da muss man halt einfach schauen, wie man das macht. Ob man, keine Ahnung, auch wie viele Standorte gibt es in Wolfenbüttel dann, wo man sich testen lassen kann. Gibt es vielleicht mobile Testmöglichkeiten? Gibt es das? Ja. Nimmt man Ärzte, nimmt man Apotheken, was auch immer. Ich habe heute Morgen gerade mit meinen Eltern diskutiert. Mein Vater ist Smartphone-Nutzer, der sagt, das ist alles kein Problem für ihn. Meine Mutter ist nicht so unbedingt mit Smartphone unterwegs. Und dann haben wir so geschmunzelt und gesagt, gar kein Thema, wir drucken dann das aus, das wird einlaminiert und dann kann sie sich das große QR-Code umhängen. Ja, und dann kann man das auch abfotografieren. Also es gibt ja immer Mittel und Wege, die man dann machen kann. Ich glaube aber, das, was wir, glaube ich, auch gerade gehört haben, wenn das jeder nutzt und jeder auch, sag ich mal, in seinen Alltag integriert, genau. Ob ich dann bei dir bin, ob ich bei Harald was kaufe, ob ich auch in den Supermarkt gehe. Im Moment weiß ich auch nicht, wenn jemand im Supermarkt neben mir steht, in der Gemüseabteilung oder irgendwie, hat der jetzt Corona oder nicht? Und das ist ja diese Ungewissheit. Oder wenn ich im Restaurant sitze und es sitzt einer neben mir am Tisch, auch mit Entfernung, hat der Corona oder nicht? Und da hätte man, sage ich mal, ein bisschen mehr Sicherheit, glaube ich. Was, glaube ich, passieren wird, das werden die Zahlen nach oben gehen. Also wir werden ganz viel Corona-Infizierte haben. Aber das sind dann, glaube ich, Zahlen, die man greifen kann. Ich kann im Moment, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mit diesen Werten, die dann hochgehen und runtergehen und hoch, für mich ist das schwierig. Ich weiß es nicht, aber es ist wirklich halt schwierig. Und das wird halt auch wirklich noch einfach eine Zeit geben. Ich finde halt, bei uns im Einzelhandel oder halt im Restaurant ist die Chance zu wissen, was neben uns sitzt und wer neben uns sitzt, mit oder ohne Test, halt viel, viel, also angenehmer, wie wenn ich im Supermarkt einkaufen bin. Weil da weiß ich nicht, wer neben mir ist. Und da passiert halt gar nichts. Und wenn man es beobachtet, wer sich da desinfiziert oder nicht, da passiert nicht viel. Genau. Also ich finde, die Gefahr da ist viel, viel größer wie bei uns allen in den Geschäften. Das hat nur noch keiner so wirklich wahrgenommen. Und ich finde halt auch einfach, dass ganz viele es immer noch nicht realisiert haben. Ich kann einfach nur sagen, dass ich heute einen Kunden habe, der hat wahres Wortes mich gefragt, ob ich die Tischdeko machen würde. Er hätte jetzt nächste Woche eine Feier mit 300 Leuten. Da habe ich gefragt, kann ich die Adresse haben? Ich liefere es dir gerne. Also dann komme ich gleich mit Polizei. Also da habe ich mich gefragt, ob ich noch ganz reisefertig halt bin. Und Wahnsinn. Das sind so dann die Kunden, wo ich denke, die haben es nicht verstanden. Wollen wir es erläutern? Ja, die haben es nicht verstanden. Die haben es halt wirklich nicht verstanden. Und davon laufen, glaube ich, noch genügend andere rum. Ja. Und da müssen wir aufpassen. Wie läuft, also Harald hat uns sein Hygienekonzept erklärt. Wie läuft das bei dir? Hast du einen kleinen Film irgendwie? Dass man, genau, wir haben auch, ich habe mit Micha halt einen Film gedreht. Ja. Und es ist halt so, dass die Leute, wie gesagt, draußen steht ein Schild. Da habe ich auch draufgeschrieben, zwei Kunden bitte nur. Bitte erst Hände desinfizieren und dann reinkommen. Wir achten auch intensiv drauf. Ja, es ist, glaube ich, schwierig mit dem ganzen Desinfizieren, dass die Kunden sagen, aber ich war doch gerade bei Rossmann drin, da habe ich auch schon meine Hände desinfiziert. Da habe ich gesagt, ja, war ich leider nicht dabei. Das ist wirklich schwierig. Aber Erziehung ist alles. Ja, und
habe vorhin gerade gesagt, vielleicht habe ich demnächst Handcreme daneben, damit ich diese Antwort halt kommentieren kann. Mit, ja, dann nehmen Sie sich bitte Handcreme. Wir schauen mal rein. Wunderbar. Wir schauen mal rein. Hallöchen, Hallöchen hier bei Blütenzauber. Ihr dürft wieder rein. Zwei Kunden dürfen gleichzeitig ins Geschäft. Wie ihr hier seht, es steht Hände desinfizieren. Und sobald ihr das erledigt habt, geht es los. Desinfektionsmittel nehmen, Hände desinfizieren und dann dürft ihr rein. So, unser Hygienekonzept heißt rechts, links, rechts geht's rein, Einbahnstraße, links wieder raus. Sie kommen rein, ihr kommt rein, wie auch immer. Wir kommen auf euch zu, ihr könnt euch aussuchen, was ihr gerne möchtet. Wir beraten euch gerne vor Ort. Dadurch, dass nur zwei Kunden da sind, ist das überhaupt gar kein Problem. Der Ausgang geht dann einmal rum, wie gesagt, Einbahnstraße und alles ist gut. Hier nehmt ihr, guckt ihr, was ihr möchtet, ihr geht weiter. Zu den Blumen könnt euch Blumen aussuchen und dann geht es zum Kassieren. Hier sind wir jetzt am Kassentresen. Hier wird bezahlt, ob EC, ob Bargeld und wird alles eingepackt. Ihr kriegt die Ware überreicht und dann dürft ihr auch wieder gehen. Unser Hygienekonzept. Das war's? Mhm. Achso, Dirk hat abgebrochen, gut. Aber kein Problem. Es ist ja sehr, sehr eindeutig. Also, genau, es funktioniert, es ist wirklich, wir haben auch aufgebaut, wirklich, dass die Leute ringsrum gehen müssen. Mhm. Klar, wir haben noch die oberste Etage, da sprechen wir halt, ne? Wir reden ja mit unseren Kunden, Gott sei Dank, und können herausfinden, was sie halt möchten. Wenn es so ist, dass das, was sie möchten, oben ist, dann gehen wir halt mit denen nach oben. Da ist auch noch genügend Fläche da. Aber prinzipiell sagen wir halt nehmen wir die untersten Bereich halt, weil es übersichtlicher ist. Und es funktioniert. Es funktioniert wirklich und sie können bummeln. Und es wird danach, wenn kassiert ist, einfach desinfiziert halt wieder alles. Und alles ist gut. Es funktioniert. Wir müssen es nur wollen. Wir müssen es positiv sehen. Wir müssen als Vorbild voranmarschieren. Ja. Und jetzt mit Montag, dass wir einfach Termine oder ich darf ja aufhaben, ganz offiziell, aber die anderen halt einfach vom Einzelhandel her, dass mit Termine wieder aufgemacht werden kann. Ich finde, wunderbar. Es ist der erste positive Schritt. Und in ein Stück so Normalität. Genau. Und ich glaube, dass die Leute das auch wieder annehmen werden. Und wir vom IWW werden definitiv auch dafür nochmal Werbung machen. Wir sind für die Leute da. Ich hatte heute auch schon viele im Laden stehen. Und die wollten wissen, was passiert, wie geht's, wie machen wir was, was müssen wir tun, was müssen wir machen. Und die Kommunikation ist da. Man sieht, dass die Leute wirklich heute angefangen haben zu malochen, den Laden wieder auf Vordermann zu bringen. Und das ist schön. Und ich hoffe einfach, dass die Kunden es annehmen, um auch mal wieder was in die Hand zu nehmen und das Gespräch zu führen. Und dann sollte es, glaube ich, bergauf gehen. Wie seht ihr das vom IWW? Ihr plant ja immer das ganze Jahr durch. Es gibt, glaube ich, in Wolfenbüttel immer 4 oder 5 verkaufsoffene Sonntage. Jetzt haben wir vorhin gerade die App erklärt bekommen. Kann man sich sowas vorstellen, dass man auch einen verkaufsoffenen Sonntag macht und bevor man in die Fußgängerzone geht, ich sag mal, dann jemand vom IWW oder von der Stadt einfach scannt und dann kann derjenige in die Fußgängerzone? Oder sind solche Ideen jetzt gerade am Brodeln, weil jetzt die Debatte entfacht wurde? Wie sind da die Planungen bei euch im Vorstand? Also ich sage jetzt mal so, verkaufsoffene Sonntage sehen wir noch skeptisch gegenüber, nicht bezogen von der App. Natürlich sind da Möglichkeiten mit Sicherheit vorhanden, aber wenn wir ganz ehrlich sind, verkaufsoffener Sonntag heißt wieder Massen. Massen ist wieder schwierig, finde ich. Ich finde, die verkaufsoffenen Sonntage sollten wir halt erstmal noch ein bisschen nach hinten schieben. Meine persönliche Meinung und ich glaube auch vom IWW-Vorstand, kann ich da auch von der Allgemeinheit sprechen, für uns alle vier zusammen, dass wir einfach sagen, wir sehen das skeptisch halt. Natürlich wollen wir alle wieder so ein bisschen feiern, wir wollen gemeinsam draußen halt sein, aber wir müssen halt einfach, solange noch nicht alle geimpft sind und dieser Stand halt noch so ist, sollten wir so eine Veranstaltung einfach nicht in Augenschein nehmen. Wie siehst du die Debatte, wenn man jetzt sagt, die Impfungen sind durch, ab September, Oktober ist alles ein bisschen
normaler wieder, dass man dann auch sagt, ja, Ladenöffnung kann vielleicht jeder für sich entscheiden, ein halbes Jahr lang, auch mal am Donnerstag etwas länger, dafür lasse ich Montag zu. Oder wir machen statt 4 verkaufsoffenen Sonntage in 3 Monaten mal 6 oder 7, einfach so ein bisschen flexibler alles machen, um die Leute wieder wach zu rütteln und zu sagen, die Innenstadt ist da, die Händler sind da, die Gastronomie ist da, kommt einfach vorbei. Genau, also ganz wichtig finde ich natürlich, dass nach den Einzelhändlern definitiv auch jetzt irgendwann die Gastronomie kommen sollte, weil die Gastronomie einfach das ist, was wir Menschen brauchen. Mhm. Die Geselligkeit, die ist das Gemütliche, und dazu zählt nun mal Gastronomie. Und ich glaube, wenn die Impfungen halt alle durch sind und man einfach sieht, was passiert, und was die Zahlen halt zu sagen, ist mit Sicherheit dieser ganzen Geschichte nichts mehr im Wege. Und man kann es einfach weiter positiv. Und ich glaube, dass wir jetzt auch wirklich jeder Schritt wird positiv sein. Mhm. Das glaube ich halt schon. Natürlich werden die Zahlen schwanken. Mhm. Aber ich glaube, dass wir zum Herbst hin es sehr optimistisch sehen dürften und können, dass das Jahr 2021 kein tolles Jahr sein wird. Das wissen wir alle, da brauchen wir kein Hehl draus machen. Wir sollten 2022 im Augenschein nehmen, wenn nicht sogar 2023. Es wird sich halt alles einfach jetzt anders verteilen. Dann genau, verteilen. Verkaufsoffene Sonntage oder Sonntagsöffnungen, sehe ich ein bisschen skeptisch, weil ich immer auch noch sage, es gibt auch immer noch Familie. Mhm. Und es stehen auch noch Verkäufer im Geschäft. Und ich finde, der Montag bis Samstag, da bin ich ganz flexibel. Da können wir halt gucken, wie wir die Öffnungszeiten erweitern oder verlängern und da flexibel werden. Aber ich finde, immer noch so ein Sonntag soll so ein Sonntag sein. Der Sonntag gehört der Familie, hieß es früher immer. Ne? Sonntags geht man in die Kirche, der Sonntag gehört die Familie. Also, oder andere wirkliche Kulturvarianten. Mhm. Aber ob man jetzt unbedingt sonntags auch noch das Geschäft öffnen muss, weiß ich nicht. 4-5 Tage im Jahr, alles schön und gut. Mhm. Aber mehr verkaufsoffenen Sonntage sehe ich nicht siehst so positiv. Du persönlich so? Genau, also, das ist aber meine persönliche Meinung. Alles gut, das wollte ich mal abfragen. Ich hatte so ein paar Sachen aufgeschrieben hier. Was habt ihr denn so im Köcher noch, auf der digitalen Ebene? Ihr habt ja im letzten Jahr Wolfenbüttel handelt initiiert. Passiert da in diesem Jahr noch was? Wie sind so die Überlegungen insgesamt, vielleicht auch ein digitales Format mit anderen zusammen? Also wir haben ja dieses MFG, wir machen das jetzt einmal im Monat, wir haben das ja im ersten Lockdown auch zweimal die Woche gemacht und da war ja auch so viel Andrang, dass wir manchmal gar nicht wussten, wie wir die Leute unterbringen sollten. Mhm. Jetzt ist das ja auch endlich im Wolfenbüttel von den Händlern und auch von den Gastronomen, und wir gehen jetzt zum Beispiel jetzt ein bisschen aufs Land, wir sind im April oder Mai mal in Schöppenstedt, sprechen da auch mal mit Händlern und so weiter. Wie ist das bei euch im EWW geplant? Seid ihr da auch, wo ihr sagt, ja, verkauft uns, gibt es wahrscheinlich dieses Jahr nicht so. Auch so diese ganzen Zusatzveranstaltungen, die ihr ja gemacht habt, Rosenfest und. Wollt ihr da dieses Jahr 2021 auch mehr dann noch auf digitale Formate setzen, oder? Insofern haben wir noch gar nicht gesprochen. Also Wolfenbüttel handelt die Seite, klar, da sind wir im Moment ganz intensiv dabei, bieten immer wieder den Leuten halt an, wer möchte, wer kann, wer will, dass wir berichten. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil ich finde halt, man kann auch irgendwann die Leute zubomben mit irgendwelchen Berichten und irgendwann läuft alles weg. Mhm. Ne? Es wird nicht mehr wahrgenommen, es wird irgendwann langweilig. Was wir einfach sagen, dass wir wieder jetzt da sein wollen und volles Kanone halt loslegen wollen. Präsenz wenn es wirklich, wenn jetzt die Geschäfte wieder aufmachen, dass man dann wirklich über jeden mal wieder erzählt, Geschichten bringen. Inwiefern man irgendwelche Verkaufsshows über die Seite macht, weiß ich nicht, weil ich finde, wir haben dieses Projekt hier und das ist dafür halt einfach gemacht und man muss sich ja nicht überschneiden, doppelt ist ja blöd. Und somit würde ich sagen, die Wolfenbüttel Handelsseite, oder wir sagen halt, die Wolfenbüttel Handelsseite ist wirklich für die Geschichten vorhanden, um ein paar bisschen Werbung zu machen, zu präsentieren. Und hier ist diese persönliche Variante halt, ne? Dass man das so ein bisschen weiter aufstaffelt. Rosenfest und so, ich wurde ja auch gerade heute gefragt, wie es damit aussieht, weil ich ja nun mal das auch immer organisiere, und habe klipp und klar gesagt, schwört nicht rum. Ist erledigt, ist durch, möchte ich gar nicht. Ist zu dicht alles. Genau, funktioniert halt nicht. Ich finde, wenn wir dann irgendwann so weit sind,
Ich glaube, wir haben im ersten Lockdown ja mal gesagt, dann machen wir eine große Party. Und genau die sollten wir dann auch im Auge behalten. Mit allen. Genau. Mhm. Und da war es ja wirklich, ne? Carsten Richter hatte, ja, ja. Jörn von Barrique, ja. Käseleckerland. Ich habe auch gesagt, ich mache Waffeln. Wir haben so viele Teilnehmer, wir müssen da irgendwie drei genau. Tage, glaube ich, und ich finde, diese Variante ist dann, was wir dann aufgreifen sollten und wo wir dann auch wieder alle an einen Tisch gehen und das planen. Und das sollten wir einfach. Ich finde, wir brauchen gerade nicht unbedingt irgendeinen verkaufsoffenen Sonntag oder irgendwas Spezielles. Mhm. Ich finde, es wird sich einfach entwickeln. Und also jeder, so Step by Step, genau, bis dann der große Marathon wieder beginnt, vielleicht mit einer großen Party und mit einem großen, dass wir wieder in die Zeit zurückkatapuliert, wo wir mal waren. Wobei, es wird einiges ja bleiben. Hast du ja wahrscheinlich auch erlebt. Man ist ja viel auch digital unterwegs. Ich hatte jetzt gerade beruflich eine ERFA-Tagung. Da wäre ich sonst wieder 3 Tage weg gewesen. Mhm. Und so haben wir 3 Stunden zusammengesessen, uns ausgetauscht. Und da sind halt ganz viele Dinge, die man ein bisschen dynamischer und schneller machen kann. Mhm. Wo man vielleicht vor 2 Jahren viel mehr Zeit auch im Auto gesessen hat, irgendwo hingejuckelt ist. Da sind einige Dinge, glaube ich, die dann bleiben werden. Also Corona ist natürlich, hat uns als große Krise erwischt, aber ich glaube, das ein oder andere auch im Digitalisierungsbereich wird danach auf jeden Fall bleiben. Und genau, also man muss halt einfach sagen, dass Corona auch was Positives halt hatte. Mhm. Und das ist diese digitale Variante, wo ich natürlich nicht so der Freund von bin. Ich mag es nun mal, mit dir zu quatschen, aber nicht im Bildschirm zu gucken und mit dir zu reden. Mhm. Ist für mich halt einfach nichts, aber das ist, glaube ich, Geschmackssache und das muss halt jeder für sich halt wissen. Deswegen sage ich halt auch, diese Veranstaltungen werden irgendwann wieder kommen und wir werden sie wertschätzen und das finde ich halt gut. Es wird wieder eine Wertschätzung da sein, sonst hat man ja mal ganz viel, ne, dass gemeckert wird halt. Und ich glaube, dass einfach das auch wieder was Positives ist. Wenn Veranstaltungen dann irgendwann wieder vorhanden sind, wird jeder sie mit einem ganz anderen Augenmerk sehen und genießen und auch wertschätzen halt einfach. Und das finde ich halt gut, ne? Super Schlusswort. Ich würde jetzt sagen, ich wünsche dir einen schönen Abend. Dankeschön. Schönes Wochenende. Ja. Für nächste Woche alles Gute. Uff. Viel Spaß. Wir geben alles. Und jetzt wünsche ich mir Andrea herbei. Genau, wir Andrea, tauschen mal. Andrea Mittendorf, ja, wir kennen sie ja auch. Ja, liebe Andrea, grüß Hallo, dich. Hallo, Holger. Heute sind wir mal beim Herrenausstatter. Genau. Und letztes Mal waren wir bei mir im Autohaus, wir beiden. Ne? Das stimmt, nur bei mir war er doch nicht. Da waren wir noch nicht. Nee. Wollen wir da mal vorbeikommen? Geht könnt ihr gerne mal machen, klar. Wollen wir mal, Jungs, notiert euch das schon mal. Ja, im Kopf ist es schon drin, sagt Harald, und ist gut. Genau. Ja. Micha nickt und nächstes Mal zähle, ja. Ja, wir sind da ja immer offen und warum nicht? Gerne, gerne. Super. Ja, Andrea, jetzt, ihr wart ja auch ab dem 16. Dezember zu. Genau. Also, genau. Wir haben ja so den ersten Lockdown schon mal besprochen. Ja. Wie habt ihr jetzt das so verkraftet? Also hattest du auch, beim ersten hatte ich ja so das Gefühl, ihr hattet eure Kunden so und die haben das auch alles und du hast die Sachen rumgefahren. War das jetzt so ein Revival im zweiten oder kann man da sagen, naja, war schon ein bisschen was anderes? Nee, das war also dieses Mal wieder genauso. Mhm. Und ich muss sagen, also meine Mädels haben da wirklich alle super mitgemacht. Wir haben das immer über Facebook kommuniziert oder über Instagram und viel telefoniert und ich habe ja auch ganz, ganz viele Stammkunden und dann haben wir das da wirklich hingebracht, kistenweise und meine eine Freundin hat dann, die ist Lehrerin, hat das dann alles mit zur Schule genommen, hat das dort aufgebaut und dann konnte jeder was anprobieren und das hat sich irgendwie so immer weiterentwickelt, dass also jeder dann irgendwie nochmal jemanden kannte, der was haben wollte und die sind uns alle ganz treu geblieben, also das war wirklich super dieses Mal und da habe ich mich auch richtig gefreut. Also ihr hattet sozusagen die Solidarität aus der Stammkundschaft, ja? Genau, genau. Und aber auch neue Kunden tatsächlich, die uns noch gar nicht kannten. Dadurch, dass ich das immer bei Facebook alles gepostet hatte, haben mich dann auch welche angeschrieben. Da bin ich dann hingefahren, habe die Sachen dann auch vor die Tür gestellt. Und die kannte ich halt teilweise gar nicht. Und cool. Die haben uns dadurch kennengelernt und haben aber auch gesagt, also einige war ich 2-3 Mal und habe Sachen vorbeigebracht. Die kommen dann auch, wenn wir wieder aufhaben. Cool. Ja. Du hast uns auch ein Video mitgebracht, wie das bei euch abläuft. Ja. Ja. Wollen wir mal reingucken? Gerne. Dirk, Film ab. Hallo und herzlich willkommen bei Celia. Wir stellen euch jetzt mal unser Hygienekonzept vor, wenn es bei uns wieder losgeht, dass wir uns auch alle sicher fühlen. Und dafür haben wir jetzt dieses Mal hier draußen schon
unser Händedesinfektionsmittel aufgebaut. Wer seine Maske vergessen hat, haben wir hier auch noch frische Masken liegen. Hier nochmal ein Zettel, wie das bei uns läuft. Wie gesagt, Hände desinfizieren, dann in den Laden gehen. Es dürfen immer zwei Kunden bei uns in den Laden. Wir sind ja über zwei Etagen und von daher kommt einfach mit. Ja, wenn man bei uns in den Laden kommt, ist das ja ganz prima bei uns geteilt, dass man sich auch gut aus dem Weg gehen kann. Und man geht dann rechts rum und kann dann erstmal sich schon mal alles anschauen, was wir hier hängen haben. Wenn Sie sich hier unten etwas ausgesucht haben, kann man das natürlich auch alles gerne probieren bei uns. Dafür geht man dann bei uns die Treppe hoch zu unseren drei Kabinen. Die mittlere haben wir gesperrt, dass also genug Sicherheitsabstand ist. Und da kann man super probieren. Wir haben auch mehrere Spiegel hier oben, dass sich also keiner im Wege steht. Dass einer hier steht, einmal kann man noch um die Ecke gehen. Selbstverständlich kann man auch hier oben noch mal schön shoppen. Wenn Sie bei uns was Schönes gefunden haben, gehen wir dann die Treppe wieder runter zur Kasse. Da ist selbstverständlich ein Plexiglas als Trennwand. Und ja, dann können Sie bei uns entweder bar bezahlen oder mit Karte. Den Kassentisch desinfizieren wir nach jeder Kundin komplett. Genauso wie das EC-Gerät und den Stift vom EC-Gerät. Wenn Sie dann bezahlt haben und wir Ihnen Ihre Ware gereicht haben, dann gehen wir einfach so rum, einmal hier um unsere Mittelkonsole. Dann gehen wir hier rum, direkt zum Ausgang. Und der Türgriff wird natürlich auch bei uns regelmäßig desinfiziert. Ja, das war unser Hygienekonzept für euch, womit wir jederzeit öffnen können. Es ist alles vorbereitet, wir stehen in den Startlöchern und wir freuen uns auf euch, wenn ihr alle wieder da seid. Bleibt alle gesund, euer Celia-Team. Ja, super. Ja. Klasse gemacht. Wie ist das jetzt kommende Woche? Wie ist die Erreichbarkeit bei euch? Also wir sind ab Montag natürlich auch wieder im Laden und wir machen das mit telefonischer Vereinbarung, also Terminabsprache dann. Und wir werden dann immer montags und dienstags und donnerstags und freitags von 10 bis 13 Uhr da sein und dann nochmal von 15 bis 17 Uhr. Also mit einem kleinen Break? Mit einem kleinen Break dazwischen, genau. Wir werden einfach gucken, wie sich's entwickelt. Ja. Ne? Also wir sind auch wirklich positiv gestimmt und ich hatte heute auch schon die ersten WhatsApp-Nachrichten, wann die ersten Termine sein können. Super. Und wenn natürlich die Termine anders gelegt werden müssen, weil die Kunden dann später können, dann machen wir das natürlich auch. Gar kein Thema. Öffnungszeiten hatte ich ja gerade auch mit drin. Genau. Da seid ihr flexibel. Da sind wir immer flexibel, genau. Wie viele Kunden dürfen in den Laden dann bei euch? Wie habt ihr das so? Ja, also wir dürfen doch nur einen reinlassen. Eine Person. Ja, genau, weil ich ja auch zähle. Ne? Also so wie Harald Borm vorhin auch gesagt hat, er macht dann Exklusiv-Shopping, genau, wenn man das so will. Genau, so, ja, machen wir das auch. Und macht ihr dann ein Zeitfenster, dass die Leute auch, ja, wissen, alles klar, ich kann jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde? Genau. Oder? Okay. Also wir hatten so gedacht, ja, halbe Stunde, genau. Wie findest du die neue App? Wenn du jetzt diese andere App hättest und jemand steht dort, du machst die Tür auf und du scannst sozusagen den QR-Code und du hast grün, wie ist dann dein Gefühl? Weil im Moment wissen wir ja nicht, hat derjenige Corona, ja, oder nicht? Und deswegen ja diese Hygienemaßnahmen. Wie siehst du das? Also ich hatte tatsächlich mit meinem Chef auch schon das besprochen und der hatte diese Luca-App, genau, ja, vorgeschlagen. Und da hat er uns wohl auch schon angemeldet. Also wir finden das richtig gut. Mhm. Und ich muss aber auch sagen, es ist natürlich auch das, was Doreen vorhin gesagt hat. Für die etwas älteren Herrschaften wird es vielleicht schwierig. Mhm. Aber vielleicht können ja dann die Kinder und Nachbarn, ja, und alle unterstützen, helfen. Ne? Aber ansonsten ist das eine super Sache, auf alle, ja, Fälle. Ja, würde ich auch gut finden. Also auch Sicherheit für euch? Sicherheit für uns und würde alles erleichtern. Ne? Mhm. Auf alle Fälle, ja. Also das ist, glaube ich, ja, ich bin immer noch ganz begeistert. Wie gesagt, ich habe Dirk Wöhler gestern Abend das mal in der Politik schon, ja, vorgestellt und heute das erste Mal in den Handelsgeschäften. Und, ja, auch die Resonanz, die wir bis jetzt bekommen haben, ist super. Also, ja, also ich finde es auch mega. Wäre echt... Das ist so. Ich habe ja immer noch die Frage so ein bisschen zu dem Persönlichen. Was ist in den letzten Tagen, Wochen und in Corona mit Andrea passiert? Gibt es eine Anekdote, wo du sagst, ja gut, das wäre ohne Corona wahrscheinlich gar nicht passiert? Oder ich bin jetzt einfach, also letztens hat mir jemand gesagt, er hat auf jeden Fall sehr viel Zeit im Wald verbracht. Sonst hat er gar nicht gewusst, dass bei ihm vor der Tür so ein schöner Wald ist, weil man immer irgendwo anders hingefahren ist. Was ist bei Andrea Mittendorf passiert? Gut, also Spaziergänge auch. Ich habe ja drei Hunde auf alle Fälle. Also ne, jeder Acker war unser. Ja. Das auch.
Ja, und es ist natürlich alles aufgeräumt zu Hause. Der Keller ist ordentlich, die Schränke sind ordentlich. Ja, genau das habe ich einfach alles gemacht. Die Terrasse ist schon schön bepflanzt. Also Dinge, wo man immer gesagt hat, da müsste ich mal machen, genau. Müsste ich mal gucken, aber ich habe immer keine Zeit, so kann man das, das ja? Fotos sortiert von meiner Tochter als Baby, die ist jetzt 18. Habe ich echt geschafft. War ich ganz stolz. Ja, letzte Woche, ich wurde auf unseren kleinen Kriechboden geschickt und musste da auch, genau. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal da oben war, aber wir haben auch den Tag wieder viel weggebracht und hingekriegt und das ist, glaube ich, wäre nicht gewesen, wenn... Genau, also das hätte ich wahrscheinlich auch nicht gemacht. Das, wie gesagt, 18 Jahre vor mir hergeschoben. Jetzt haben wir drei schöne Fotoalben fürs Kind. Andrea, ich super. Wünsche dir und eurem gesamten Celia-Team natürlich auch für die kommende Woche alles Gute. Ja, wir freuen uns. Ein Stück Normalität zurück. Wir hoffen natürlich alle, dass wir uns dann im April in der nächsten Sendung, wenn du sagst, wir sind bei dir, ich muss mal die Regie fragen, vielleicht klappt das sogar oder ich erzähle jetzt hier wieder irgendeinen Blödsinn. Mhm. Auf jeden Fall, im April wird es eine Sendung geben und dann, denke ich mal, kriegen wir irgendwas Schönes hin. Ich möchte mich recht schön bedanken, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer nochmal aufgeklärt hast, wie das bei euch abläuft. Es wird ja wahrscheinlich bei allen ähnlich ablaufen, denke ich mal. Ja, ich denke mal. Und das ist ja auch einfach zu verstehen. Also man muss nochmal zur Erklärung anrufen vorher. Genau. Nicht spontan auftauchen, denn dann haben wir Händler alle ein Problem. Ja. Denn dann kann es zu Abmahnungen kommen. Also lieber das Telefon nehmen, anrufen. Genau. Auch wenn Sie schon in der Stadt sein sollten, Sie können trotzdem anrufen. Ja, logisch. Und sagen, ich würde jetzt gerne für eine halbe Stunde reinkommen. Geht das? Oder wann ist die Zeit da? So ist ja der Weg. Genau so ist der Weg, ja. Mhm. Genau. Super. Ja, ich sage schönen Dank, meine Damen, meine Herren. Wünsche auch Ihnen, wünsche euch noch einen schönen Abend. Heute sind wir etwas ohne Musik, etwas ohne Gewinnspiel, obwohl es die 30. Sendung jetzt war. Ein bisschen Wehmut ist natürlich auch dabei, weil wir wollen natürlich in eine neue Zeit stoßen. Ich habe gerade ein Signal bekommen noch. Du, dann gerne, dann will ich noch gar nicht abmoderieren, dann gucken wir uns den Film von Unique noch an, von Susanne und Martin, Film ab. Herzlich willkommen bei der Firma Unique. Wir freuen uns, euch oder Sie demnächst wieder bei uns begrüßen zu dürfen, persönlich begrüßen zu dürfen, wenn wir wieder aufhaben. Wir möchten Ihnen heute unser Hygienekonzept vorstellen. Wenn Sie zu uns rein möchten, möchten wir Sie bitten, zuerst die Hände zu desinfizieren und dann fallen Sie bitte in den Laden. Wenn Sie dann unser Geschäft betreten haben, zwei Kunden dürfen maximal das Geschäft betreten, können Sie sich hier unten erstmal in Ruhe umschauen und dürfen dann die Treppe hinauf gehen und oben weiterschauen. Und wenn Sie dann hier oben angekommen sind, dann möchten wir Sie bitten, im Einbahnstraßenverfahren unsere Laden zu betreten bzw. sich die Ware anzuschauen. Sie dürfen sich das ein und andere Teil dann rausnehmen. Wir würden das dann in die Kabinen hängen und dass Sie dann in Ruhe, wenn Sie alles ausgesucht haben, probieren können. Auch von mir herzlich willkommen in unseren heiligen Hallen. Mit den Anproben haben wir uns das auch so gedacht, da ja eh nur zwei Kunden maximal im Geschäft sein dürfen, haben wir die mittlere Anprobe komplett für geschlossen erklärt, dass im Grunde genommen rechts und links nur probiert werden kann, dass eben auch so der Abstand zwischen den Kunden gehalten werden kann. Wenn Kunden andere Größen brauchen, also sind wir natürlich stets zur Seite und dass die Kunden sich eben nicht in die Quere kommen, also wirklich immer nur vor die eigene Anprobe treten und nicht quasi hier kreuz und quer laufen, das soll natürlich vermieden werden. Wir haben zudem auch einmal in der Richtung einen großen Spiegel, da könnte quasi die Kundin sich dann komplett sehen und die Kundin aus der linken Anprobe könnte sich hier in den großen Spiegel sehen. Also auch da können die sich komplett aus dem Weg gehen. Sollte die Kundin sich entschieden haben, eventuell was zu kaufen, würden wir uns natürlich freuen. Dann geht es einmal hier drüben zum Kassenbereich weiter. Das würde ich Ihnen hier drüben einmal erklären, was wir uns da so für Gedanken gemacht haben. Also an der Kasse angekommen, wir akzeptieren vorrangig EC-Kartenzahlung. Das EC-Gerät wird nach jedem Kunden desinfiziert. Das steht direkt daneben, damit wir es auch nicht vergessen. Auch uns kann ja mal ein Fehler unterlaufen, aber wie gesagt, wir haben es extra hier stehen als Gedankenstütze. Sollte dann doch mit Bargeld bezahlt werden, gibt es hier vorne eine Wechselgeldkassette oder Schale, wo dann eben das auch kontaktlos übergeben werden kann. Wenn der Kunde bezahlt hat, geht er hier diesen Weg entlang an den Anproben. Das ist quasi dann der Rückweg der Einbahnstraße in dem Sinne zur Treppe und dann aus dem Geschäft. Gut. Wir hoffen, Ihnen hat das
ganze Spektrum gefallen. Wie gesagt, wir denken, es kann eigentlich nichts passieren. Wie gesagt, bei zwei Kunden. Und wir können, haben eben auch die Möglichkeit, eine Stoßlüftung durchzuführen, weil wir hinten, wie Sie eben gesehen haben, komplette Fensterfront haben. Also bei schönem Wetter werden wir sogar dauerhaft die Fenster offen lassen. Über die Tür, wie Sie reingekommen sind, verlassen Sie dann das Geschäft wieder. Und da würden wir uns dann natürlich herzlich bedanken für den Einkauf und freuen uns, wenn Sie wieder vorbeischauen. Tschüss. Tschüss. Mal. Ja, diese tollen Videos, die haben Michael Heims und Dirk Flemmig gemacht. Flewe und Heims Consult. Also wenn da bei Ihnen, bei euch Bedarf ist, einfach kurz mal durchklingen. Ich habe gerade hier von unserem Regisseur Harald Borben gehört, dass heute ganz viel Lob ist, Harald. Dafür wollen wir uns natürlich bei Ihnen und bei euch nochmal recht herzlich bedanken. Ich kann das natürlich immer schlecht sehen, wenn ich hier vor der Kamera stehe, aber Harald hat das Handy nur gezeigt und Daumen nach oben. Extrem viel Lob. Also vielen Dank, bleibt uns weiterhin treu. Ich möchte mich jetzt bei allen Teilnehmern bedanken. Die werden jetzt auch nochmal eingeblendet. Heute waren dabei Harald Borm, Doreen Mildner. Es waren dabei Andrea Mittendorf und Dirk Wöhler. Und der Dirk Wöhler, da will ich nochmal ganz kurz drauf eingehen, ist ja selber ganz, ganz stark betroffen als Discjockey und Veranstaltungsmensch. Und die haben sich zusammengetan im letzten Jahr, im Herbst, und haben diese Corona-Test-App entwickelt. Und wenn wir den Durchbruch jetzt hinbekommen, sehe ich dort wirklich die positiven Zeichen für die nächsten Tage, für die nächsten Wochen, damit wir alle ein Stück Normalität zurückbekommen. Und wir arbeiten jetzt auf allen auch politischen Ebenen gerade dafür, dass das Ding jetzt schnell angedockt wird, dass Sie, dass ihr diese App dann runterladen könnt und dass ihr dann auch wieder in die Normalität, in die neue Normalität starten könnt. Ich wünsche euch und uns ein gesundes Wochenende. Bleibt uns gewogen, teilt die Sendung, wenn ihr sie heute nicht sehen konntet, ab morgen im YouTube-Channel der Mittelstandsunion Wolfenbüttel. Ja, und ich sage es heute, obwohl wir wenig über die Produkte gesprochen haben, aber ganz bewusst, heute sollte es um die Händler und auch um die App nochmal gehen, jetzt in dem Lockdown, in diesem Teil-Lockdown, wo wir noch drinstecken. MFG, Menschen, Firmen und Geschichten, geht weiter. Heute war die 30. Sendung, schön, dass ihr dabei wart. Aber merkt immer und denkt immer dran, schaut global und kauft lokal. Euer Holger Bormann, einen schönen Abend. Tschüss.